Wir beginnen nun mit dem nächsten Prozess. Der Ankläger ist die österreichische Gewerkschaftsjugend. Der Angeklagte ist das Bildungsministerium. Der Prozess ist hiermit eröffnet. Jeder ist ein Genie. Aber wenn man einen Fisch nach seinen Fähigkeiten, einen Baum zu erklimmen, beurteilt, wird er sein ganzes Leben lang denken, er sei dumm. Meine Damen und Herren in der Jury, heute haben wir das Bildungsministerium auf der Anklagebank. Schön, dass Sie kommen konnten. Er lässt den Fisch aber nicht nur Bäume erklimmen, sondern sich auch wieder hinunterklettern und einen 10-Kilometer-Lauf machen. Sag mir, bist du stolz auf das, was du mit deinem Schulsystem getan hast, Millionen von Menschen in Roboter zu verwandeln? Ist dir klar, wie viele Kinder sich mit diesem Fisch identifizieren und in der Schulklasse auch stromaufwärts schwimmen wollen und sie dadurch niemals über ihr eigenes Können nachdenken? Sie bleiben in den Glauben gelassen, sie sind dumm und nutzlos. Die Zeit ist gekommen. Keine Ausreden mehr. Ich rufe das Bildungsministerium auf die Anklagebank und beschuldige sie, Kreativität und Individualität zu töten. Euer Ehren, damit schließe ich meine Eröffnungsrede. Und wenn ich die Argumente für meine Anklagepunkte vorlegen darf, werde ich es auch beweisen. Fahren Sie fort. Beweisstück A. Hier sehen Sie ein Telefon von heute. Und hier sehen Sie ein Telefon von vor 150 Jahren. Großer Unterschied, stimmt's? Folgen Sie mir. Hier sehen Sie ein Auto von heute. Und hier sehen Sie ein Auto von vor 150 Jahren. Großer Unterschied, ich weiß. Hier sehen Sie eine Klasse von heute. Und hier sehen Sie eine Klasse von vor 150 Jahren. Ist das nicht eine Schande? Buchstäblich mehr als ein Jahrhundert ist vergangen und bis heute hat sich noch immer nichts verändert. Aber Sie behaupten, die Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Mit Beweisstücken wie diesen muss ich allerdings fragen, bereiten Sie die Schüler wirklich auf die Zukunft oder doch die Vergangenheit vor? Ich rufe nun Christopher Kornitzer in den Zeugenstand. Er ist Schulsprecher einer Berufsschule und setzt sich für die Lehrlinge ein. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass mit unserem Schulsystem etwas nicht stimmen kann. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich habe etwas recherchiert und habe mir den Lebenslauf der Schulen angeschaut. Und es zeigt, dass Schulen dazu geschaffen wurden, um uns Schülerinnen und Schüler für Fließbandarbeit auszubilden. Was erklärt, wieso sie uns ordentlich in den Tisch reinsetzen und wir ordentlich stillsitzen müssen. Wieso wir die Hände heben müssen, um zu sprechen. Und wieso wir nur kurze Pausen bekommen, um zu essen. Und uns 8 Stunden täglich eingetrichtert wird, was wir denken sollen. Wir werden durch enormen Leistungsdruck dazu gezwungen, um eine 1 zu kämpfen. Eine Zahl, die die Produktqualität auszeichnet. Güteklasse 1, wie beim Fleisch also. Ich verstehe. Genau, und so werden keine freidenkenden Menschen geschaffen, so werden Roboter geschaffen, Roboter-Zombies. Ich hasse es, dieses System mitmachen zu müssen, und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hasse nicht die Schule, ich hasse dieses System. Damals waren andere Zeiten. Wir brauchen heute nicht mehr Roboter-Zombies zu erschaffen. Die Welt ist fortgeschrittener. Wir brauchen Menschen, die kreativ denken, innovativ, unabhängig sind, mit der Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Sehen Sie, jeder Wissenschaftler wird Ihnen sagen, dass keine 2 Gehirne gleich sind. Und jeder Elternteil mit 2 oder mehr Kindern wird Ihnen diese Behauptung bestätigen. Also erklären Sie mir, warum Sie Schüler wie Einheitsmützen behandeln, in denen Sie ihnen diese Einheitsscheiße verkaufen. Achten Sie auf Ihre Sprache, Herr Anwalt. Entschuldigen Sie, Euer Ehren. Aber würde ein Arzt allen seinen Patienten dieselbe Medizin verabreichen, wären die Ergebnisse tragisch. Viele Menschen würden krank werden. Und jetzt, genau wo es um das Bildungssystem geht, ist es genau das, was passiert. Dieser pädagogische Missbrauch, wo ein Lehrer vor 20 Kindern oder mehr steht, wo jeder von ihnen verschiedene Gaben, Bedürfnisse und Träume hat. Und trotzdem lehren sie das Gleiche auf gleicher Weise. Ist das nicht entsetzlich? Meine Damen und Herren, der Angeklagte darf nicht freigesprochen werden, denn es könnte sich hier um eine der größten Straftaten aller Zeiten handeln. Und lassen Sie uns doch auch noch darauf eingehen, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen. Einspruch, Euer Ehren. Nicht stattgegeben. Ich möchte das hören. Ist es nicht eine Schande? Ich meine, Lehrer haben die wichtigste Aufgabe überhaupt und dennoch sind sie unterbezahlt. Kein Wunder, dass so viele Kinder zu kurz kommen. Sind wir uns ehrlich, Lehrer sollten genauso viel verdienen wie Ärzte, denn ein Arzt kann bei einer Herzoperation das Leben eines Kindes retten, aber ein großartiger Lehrer kann das Herz eines Kindes erreichen und ihm erlauben, tatsächlich zu leben. Nun, Lehrer sind Helden, die oft beschuldigt werden, aber sie sind nicht das Problem. Sie arbeiten in einem System ohne viele Optionen und Rechte. Und politische Entscheidungsträger erstellen die Schulpläne, von denen die meisten von ihnen ihr Leben lang noch nie gelehrt haben.
Ich rufe nun Larissa These in den Zeugenstand. Sie ist eine engagierte Lehrerin einer Berufsschule. Wie ich ganz frisch zu unterrichten begonnen habe, dachte ich, dass ich auf ein Miteinander anstatt auf einen Wettbewerb setzen kann. Aber dieses kaputte System ist besessen von standardisierten Tests. Wovon Sie glauben, dass das Beantworten einer Multiple-Choice-Frage den Erfolg bestimmt? In Wirklichkeit sind diese Tests zu grausam, um zu benutzt zu werden und sollten meiner Meinung nach abgeschafft werden. Aber hört nicht auf mich, hört auf Frederick G. Kelly, den Mann, der diese standardisierten Tests erfunden hat. Er sagte, und ich zitiere, und ich habe gedacht, dass diese Tests zu grausam sind, um zu benutzt zu werden und sollten abgeschafft werden. Meine Damen und Herren, wenn wir diesen Weg fortsetzen, werden die Ergebnisse tödlich sein. Ich habe nicht viel Vertrauen in die Schule, aber ich habe viel Vertrauen in die Menschen. Und wenn wir Gesundheitsvorsorge, Autos und Instagram-Seiten individuell einrichten können, dann hat es unsere Pflicht zu sein, dasselbe im Bildungswesen zu tun. Es zu verändern und zu aktualisieren, damit jeder Schüler seine Stärken stärken kann. Das sollte unsere Aufgabe sein. Keine Pflichtfächer mehr. Lasst uns stattdessen den Kern jedes Herzens in jeder Klasse erreichen. Klar ist Mathematik wichtig, aber nicht wichtiger als politische Bildung, Kunst oder Tanz. Lasst uns also jeder Gabe dieselbe Chance geben. Ich weiß, das klingt nach einem Traum, aber Länder wie Finnland machen beeindruckende Dinge. Sie haben kürzere Schultage. Sie haben keine Hausaufgaben, die Lehrer bekommen einen ordentlichen Lohn und sie setzen auf Zusammenarbeit anstatt auf Wettbewerbe. Und hier ist jetzt der Witz an der Sache. Deren Bildungssystem übertrifft jedes andere Land der Welt. Also lasst uns in Bewegung kommen, denn während die Schüler und Schülerinnen vielleicht nur 13% unserer Gesellschaft ausmachen, sind sie 100% unserer Zukunft. Also setzen wir uns wirklich für sie ein und kämpfen für ihre Träume. Es lässt sich nicht sagen, was wir alles erreichen können. Aber das ist eine Welt, an die ich glaube. Eine Welt, in der ein Fisch nicht mehr gezwungen ist, auf einen Baum zu klettern. Meine Beweisführung ist hiermit abgeschlossen. Auch wenn es jetzt nur gespieltes Video war, ist der Inhalt dennoch echt. Unser Bildungssystem ist wirklich kaputt und wir müssen alles dran setzen, um es zu reformieren und es endlich ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Herr Bildungsminister, es liegt in Ihren Händen. Eine Nation voller Roboter-Zombies oder eine Nation voller freidenkenden jungen Menschen, die von Anfang an ihr volles Potenzial ausschöpfen könnten. Setzen Sie sich mit uns, mit den Schülern und Schülerinnen und der österreichischen Gewerkschaftsjugend gemeinsam an einen Tisch, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen.